Surfer der Suvuya von José Arguelles. Ein intergalaktischer Reiseführer in die vierte Dimension. Wir beginnen hier mit ein paar Infos zum Autor. José Arguelles, Botschafter der neuen Zeit, geboren 1939. Doktor in Kunstgeschichte und so weiter. Die Bücher, die er geschrieben hat, ist unter anderem dieses Mandala in Aktion Buch, das ich auch auf der Homepage abfotografiert habe. Dann mehrere Bücher und dann kam der Maya-Faktor. Ganz bedeutend und Best-of-Zusammenstellung auch auf der Homepage. Dann Surface of the Suvuya, das Buch, das wir gerade hier lesen. Dann The Call of Pakal Wotan. Time is the Fourth Dimension. Und The Arcturus Probe, Tales of an Ongoing Investigation. Die Arcturus Probe, die auch als Hörbuch verlinkt ist. Als einer der ersten Begründer des Tags der Erde, erstes ganze Erdefest 1970, ist Arguelles ein lebenslanger Aktivist für Frieden und die planetare Transformation des Bewusstseins. Mit seiner Frau und Partnerin Leodine gründete er zusammen das Planetarische Kunstnetzwerk, in dem sie den Nicolas-Röhrig-Friedenspakt und Banner für den Frieden mit neuem Leben erfüllten und förderten. Arguelles arbeitete mit prophetischer Information, die er von Tony Sherrow 1970 erhielt, und brachte sein lebenslanges Studium der Mathematik und der Prophezeiung des mayanischen Kalenders in die harmonikalische Konvergenz am 16. und 17. August 1987, einem globalen Meditations- und planetarischen Friedensereignisses, ein. Nach der Enträtselung des Maya-Kalendercodes in dem internationalen Bestseller Der Maya-Faktor mit seiner Frau Leodine setzte Arguelles seine mathematischen und wissenschaftlichen Entdeckungen des Zeitcodes fort, der dem Maya-Kalender des alten Zentralamerika zugrunde liegt. Das Ergebnis der gemeinsamen Forschung war die Entdeckung der 12:60 und 13:20 Zeitfrequenz und der durchschlagende Set von Mitteln und mathematischen Beweisen der vierdimensionalen Zeit. Dreamspell, The Journey of Timeship Earth, 2013. Auch ein Buch. 1993, 40 Jahre nachdem er die ersten Kenntnisse über die mathematischen Gesetze des Maya-Kalenders erworben hatte, begann Arguelles die Entschlüsselung des letzten Zyklus der Prophezeiungen von Palenque, den Telectonton des Pakal Wotan. Diese Prophezeiungen gaben den Impuls für die weltweite Friedensbewegung, den Wechsel zum 13-Mond-Kalender, ein Anliegen, das sich beide Arguelles zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben. Als planetarische Friedenspilger hat ihre Mission sie um den ganzen Planeten geführt. 1996 beriefen sie den ersten planetarischen Kongress der biosphärischen Rechte in Brasilien ein und leiteten die Zeremonie der Auflösung der Grenzen an den Four Corners. The Telectonon of Pakal Wotan, The Game of Prophecy, erschien 1996. Zur Zeit koordiniert Arguelles die unsichtbare Schule des Ersten Weltfriedens. Und zu dem Buch ist im Vorwort zu erfahren, dass es ganz nah mit dem Tod seines Sohnes zu tun hat. Diese Geschichte meiner Begegnung mit meinem dimensionalen Doppelgänger, Onkel Joe Suvuya, ist eng mit einer Geschichte von Leben und Tod verbunden. Kaum einen Monat nachdem ich diesen wunderlichen Text niedergeschrieben hatte, am 29. Oktober 1987, 2.35 Uhr morgens, kamen mein 18-jähriger Sohn und sein Freund Mike bei einem Frontalzusammenstoß mit dem Auto in der Nähe von Fort Collins, Colorado, ums Leben. Der Tod ist die direkteste und der unwiderrufliche Zugang, den wir zur nächsten Dimension haben. Bis zur Niederschrift dieses Textes hatte ich meine volle Aufmerksamkeit und Energie noch nie auf interdimensionale Möglichkeiten gelenkt. Um die Wahrheit zu sagen, ich wusste von ihnen und hatte mehr als eine Erfahrung mit der Durchdringung des Schleiers.
Aber nichts in meiner Erfahrung hatte mir jemals die Notwendigkeit bewusst gemacht, eine ununterbrochene, andauernde Verbindung mit interdimensionalen Wirklichkeiten zu pflegen. Einerseits wusste ich, dass Joshs Tod für mich der Schlüssel zu etwas war, das ich das große Mysterium nennen würde. Die interdimensionale Wirklichkeit, die unsere Wirklichkeit total durchdringt und belebt. Und von der wir so sehr glauben, dass sie die einzige Wirklichkeit sei. In den Wochen und Monaten nach Joshs Tod begann ich zu verstehen, dass Surfer der Suhuya ein prophetisches Buch ist. Denn nun ist mein ganzes Wesen eingetaucht in die Erforschung der interdimensionalen Wirklichkeit. Surfer der Suhuya entstand spontan als Antwort auf die unmittelbaren Bedürfnisse nach der harmonikalischen Konvergenz. Meine eigenen und die der Leser. Hier Anmerkung, Konvergenz, konvergieren heißt sich etwas annähern und es auch erreichen. Mein vorhergehendes Buch, Der Maya-Faktor, das so eng mit der Konvergenz verwoben war, ist ein anstrengendes, philosophisches und technisches Werk. Es will erarbeitet sein und wird hoffentlich auch noch lang nach der harmonikalischen Konvergenz studiert werden. Um jedoch eine Antwort auf die harmonikalische Konvergenz am 16. August 1987 zu geben, war es nötig, einen ebenso bekannten Weg zu suchen, um Leuten über die Konvergenz zu erzählen. Für den Augenblick möchte ich nur so viel sagen, dass die harmonikalische Konvergenz wirkliches Leben, ein wirkliches Zeitkapitel in einer multidimensionalen Maya-Geschichte darstellt. Es ist eine Geschichte, in der die stummen Steine der Maya-Ruinen der einzige Fingerzeig sind, denn die ganze Aussagekraft dieser epischen Sage liegt noch in der Zukunft verschlüsselt. Wir wurden alle, wie ungewöhnlich es auch klingen mag, von der Suhuya erwischt. Ja, was die Leute fühlten, war der Ruf und das Locken der Suhuya. Suhuya ist der Maya-Ausdruck für den großen Kreislauf der Erinnerung. Sie ist die Hotline der Erinnerung. Sie wirkt individuell und im Kollektiv. Das Wichtigste ist, dass sie uns sowohl mit der Zukunft als auch mit der Vergangenheit verbindet. Warum? Weil die Suhuya der interdimensionale Faden ist. Und wir alle sind ebenfalls interdimensional. Ihr könnt jederzeit und überall in die Suhuya hineingehen. Wenn ihr in ihr seid, kommt es euch vor, als wäret ihr nie ohne sie gewesen. Wenn ihr aber nicht mit ihr schwingt, macht alles keinen Sinn. Und doch ist die Suhuya immer da. Sie zieht die Synchronizität an. Und ist folglich die Pipeline für das Magische. Die harmonikalische Konvergenz war und ist die interdimensionale Energie der Suhuya, die das Bewusstsein der menschlichen Spezies lenkt, indem sie ihm ein Zeichen gibt, dass sich etwas ereignet. Als ich auf dieses Zeichen hörte und ihm bis zu seiner Quelle nachging, erfuhr ich eine grundlegende Verwandlung. Ich wurde ein Surfer der Suhuya, indem ich lernte, mit den verschiedenen Dimensionen spielerisch umzugehen. Wenn ihr lernt, auf der Suhuya zu reiten, verdoppelt ihr eure Freude am Leben. Das ist nicht weit hergeholt. Als ein Surfer der Suhuya sah ich, wie sehr die harmonikalische Konvergenz mich berührt hatte. Es klingt abgedroschen, wenn ich sage, es hat mein Leben verändert. Man könnte meinen, ich wollte euch was verkaufen oder wie ein Profi im Fernsehen eine Seifenoper-Missionierung abziehen. Es ist vielmehr so, dass die harmonikalische Konvergenz mein Leben wurde. Aber nur, weil mein Leben harmonikal ineinander geflossen war. Jahrelang war ich meiner eigenen Stimme gefolgt, der Stimme in meinem Kopf. Auf diese Weise bin ich zu jedem mysteriösen Datum gekommen, dem 16.17. August 1987. Es war jedoch nicht nur die Stimme in meinem Kopf, der ich folgte. Es war auch meine lebenslange Beschäftigung mit den ebenso mystischen Maya. Dann ereignete sich die harmonikalische Konvergenz. Die Stimme in meinem Kopf wurde stärker und ich nahm sie an. Und als ich sie annahm, wusste ich, dass ich selbst ein Darsteller in einem unendlichen und eindrucksvoll multidimensionalen Maya-Epos geworden war. Eine gigantische Sage in einer Sage. Eine galaktische Geschichte von kosmischen Proportionen.
Es stellte sich heraus, dass die Stimme in meinem Kopf die Stimme von Onkel Joe Suvuya war, meinem dimensionalen Doppelgänger. Ihr seht, dass die wirkliche Bedeutung der harmonikalischen Konvergenz für mich die Ankunft und die bewusste Verschmelzung von Energien mit meinem dimensionalen Doppelgänger war. Es ist eigentlich unnötig zu sagen, dass ich Onkel Joe schon eine lange Zeit hindurch bemerkt hatte. Aber für mich war das Erlebnis der harmonikalischen Konvergenz nötig, um Onkel Joe ins Spiel zu bringen. Ich war wirklich überrascht, als er sich mir zeigte und ich sah die Weisheit in seiner Wahl des Zeitpunktes. Nach alledem ist Onkel Joe ein Maya und die Mayas sind die unschlagbaren Meister in dem großen Strom der Zeit. Was die Geschicklichkeit der Mayas im Umgang mit der Zeit angeht, so sind Themen der Prophetie, Präkognition und körperlichen Doppelgänger nur Tricks aus dem interdimensionalen Pokerspiel der Maya-Karten. In diesem Spiel werden Vergangenheit und Zukunft leicht mit der Gegenwart vermischt. Eben aus diesem Grunde habe ich eine nahezu quälende Ahnung von einem Zusammenhang zwischen dem Auftauchen meines dimensionalen Doppelgängers und dem Tod meines Sohns und seiner logischen Rückkehr in das große Mysterium. Zeigte sich mir mein dimensionaler Doppelgänger als ein Geschenk oder als ein Zeichen, um mich in die Wirklichkeit der anderen Seite hineinzuschleudern? Lass mich für jetzt noch so viel sagen. Der Maya-Faktor ist als kosmische Zutat die Würze in dem Rezept für Synchronizität. Er ist dasjenige, das den Blick zurück in das Déjà-vu-Erlebnis lenkt. Er ist eure Rückfahrkarte auf der Suvuya, dem heißen Draht der Erinnerung, der euch mit eurem eigenen dimensionalen Doppelgänger verbindet. Er ist ein Erinnerungszusammenhang zurück in etwas, das ihr nie wirklich vergessen habt. Ich habe herausgefunden, dass durch die Begegnung und das Spiel mit Onkel Joe meine Rückfahrkarte auf der Suvuya meine Lebensfreude verdoppelt hat. Onkel Joe ist so abenteuerlich und kosmisch weit gereist, dass Surfer der Suvuya nur der Anfang von dem ist, was eine nicht endende Geschichte zu werden verspricht. Eine Geschichte, in der ihr, ich und jeder andere, die Erde eingeschlossen, die echten Heldinnen und Helden werden. Die Seiten dieser Geschichte sind buchstäblich die Tage eures Lebens. Am meisten ist Onkel Joe erfahren, in der ewigen Tugend im Jetzt zu leben. Das ist sein Revier. Dort treibt er sich umher. Setze auf das Jetzt, sagt er. Und die alles liebende galaktische Meeresbrise wird dich immer liebkosen. Und das ist wahr. Wann immer er mir auflauert in einer meiner Ängste, lande ich früher oder später im Jetzt bei ihm. Und ich habe von Onkel Joe gelernt, dass man vom Wellenkamm des Jetzt aus alles überblicken kann. Alles. Obwohl sich dieses Buch zeitweise wie ein galaktisches Märchen von einem Planeten auf der Suche nach seinen Überlebenschancen und dem höheren Leben lesen mag, ist es todernst. Was einige auch als reine Fantasie abtun mögen, ich sage nur, was ich glaube und ich glaube nur, was ich erfahren habe. Und ich kann es für meinen Teil absolut bestätigen und bin selber zu einem Surfer der Suvuya geworden, täglich in diesen Meditationen und es ist fantastisch und sehr, sehr harmonisch und dein ganzes Leben wird eine Sinfonie. Und hier springen wir jetzt ein bisschen über die Kapitel, das wären Best-of-Ausschnitte. Wir springen erstens das große mayanische Organisationsteam und seine galaktischen Eskapaden. Und gehen gleich zu zweitens, wie man auf der Suvuya gleitet und ein Maya wird. Nun, da ich euch die Mayas vorgestellt habe, nicht als Pyramidenbauer im Dschungel, sondern als galaktische Kundschafter und Spezialisten für Gleichzeitigkeit, lasst uns einen dieser Mayas begegnen. Sie sind offensichtlich verspielt und kommen viel herum. Sie sind auch verschwiegen. Wie macht man einen Maya ausfindig? Wir machen ihn auf die gleiche Weise ausfindig, wie sie sich sonst bewegen. Und wie geschieht das? Sie gleiten auf der Suvuya. Suvuya. Er spricht sich nicht schwer aus.
oder wenn ihr wollt auch Su Wu Yeah. Erinnert euch, wie wir es erklärt haben, eine Hotline zum Strom der Erinnerung. Wir wollen versuchen zu verstehen, was ein solcher heißer Draht ist. Lass uns mit einem Déjà-vu-Erlebnis beginnen. Jedem von euch ist sicher schon mal ein Déjà-vu-Erlebnis begegnet. So stehst du zum Beispiel an einem kleinen Trinkwasserspringbrunnen, beugst dich vorsichtig vor, um einen Schluck von dem Wasserstrahl zu erwischen und hoffst, dass dein Make-up dabei nicht ruiniert wird. Aber schon ist es passiert. Warum? Weil dir gerade, als du deine Lippen zum Wasserstrahl führtest, etwas Merkwürdiges eingefallen ist. Wo hast du diesen Springbrunnen schon einmal gesehen? War es wirklich ein Springbrunnen oder war es ein Wasserfall? Und stand da nicht jemand und sagte etwas über sich erinnern, sich erinnern? Und dann kannst du nicht sagen, ob jetzt dieser Augenblick am Springbrunnen in Wirklichkeit eine Erinnerung ist oder ob die Erinnerung tatsächlich Wirklichkeit ist. Das ist es. Die Wirklichkeit ist der Traum. Erinnerung ist Wirklichkeit. Und plötzlich scheint die Wirklichkeit vom Wasserfall lebendiger zu sein als die vom Springbrunnen. Du bist leicht verwirrt. Das Wasser trifft dein Kinn, nicht den Mund, und dein Freund lacht über dich. Gut, ihr begreift das Bild. Déjà-vu-Erlebnis bedeutet, dass was du jetzt tust, hast du früher schon einmal getan, zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort. Aber es fühlt sich so an, als sei die laufende Wirklichkeit nicht mehr oder weniger real als die erinnerte Wirklichkeit. Schlussfolgerung: Es gibt mehr als eine Realität. Déjà-vu-Erlebnisse, Träume und Vorahnungen und Synchronizität. Habt ihr schon mal bemerkt, dass was Besonderes in der Luft liegt, wenn zum Beispiel du und dein Freund denselben Gedanken denkt und gleichzeitig ausspricht? Euer beider Gesichter sehen dann ehrfürchtig aus und eure Augen schauen sich suchend um, um sich zu vergewissern, dass niemand außer euch da ist. Lass mich zuerst erzählen, wie Onkel Joe in mein Leben kam. Lange Zeit hindurch war ich wie ihr, lebte mein körperliches, dreidimensionales Leben, wurde genarrt und geplagt von zufälligen Déjà-vu-Erlebnissen, Träumen, Vorahnungen und Gleichzeitigkeiten. Aber dann, wie ich euch im letzten Kapitel berichtete, begegnete ich der Suvuya. Am Anfang war es nur ein anderes Wort, ein anderer Gedanke. Aber es ließ mich nicht mehr los. Dann traf ich Hunbats Men. Er ist ein leibhaftiger Maya. Er gab im Klassenraum einer Grundschule in Boulder, Colorado, Unterricht in Maya-Astrologie. Er war weiß gekleidet und trug ein Stirnband, auf dem vorn ein Kreis abgebildet war, welcher ein auf der Spitze stehendes Quadrat umschloss. Hunbats erklärte, dass die Suvuya der Kreislauf sei, durch welchen alles zu sich selbst zurückkehrt. Das ist ein metaphysischer Kernpunkt. Man könnte anders ausgedrückt auch sagen, dass alles die Erinnerung an sich selber ist. Was bedeutet, dass sich euer Standort im gegenwärtigen Augenblick, in jedem gegenwärtigen Augenblick, im Zentrum einer unendlichen Schleife befindet. Der Lemniskate, der Form der liegenden Acht. Die Zukunft ist der eine Teil der Schleife, die Vergangenheit der andere. Da diese Erinnerungsschleifen unaufhörlich in Bewegung sind, ist das, was du im gegenwärtigen Augenblick bist, ständig bestimmt durch die Erinnerungen, die dich im gegenwärtigen Augenblick treffen. Den Kreuzungs- und Mittelpunkt dieser liegenden Acht. Wenn du wie ein Maya handelst, wirbeln Vergangenheit und Zukunft dir ständig ihre Informationen zu und du wirst dir dessen bewusst. Aber meistens wirst du es vermutlich nicht bemerken und so bist du nicht im Mittelpunkt dieser liegenden Unendlichkeit. Du bist sonst wo, denkst an das Auto in der Garage oder daran, ob die Kinder in der Schule Fortschritte machen oder ob du wohl in deinem Beruf befördert wirst oder nicht. Diese Art von Gedanken, die mit Ausnahme kleiner Pausen unaufhörlich in Bewegung sind, sind wie Sandsäcke, die vor den Toren zum Gedächtnisstrom der Suvuya aufgeschichtet sind. Außer es ereignet sich ein zufälliges Déjà-vu-Erlebnis, eine Vorahnung oder Synchronizität.
Ich begann mit der Suvuya zu arbeiten, indem ich mich zentrierte und versuchte, meine Aufmerksamkeit auf jenen winzigen Ort zu richten, wo die unendlichen Schleifen ineinander laufen. Ich klinkte mich ein, da erschien Onkel Joe. Jeder von euch hat Stimmen in seinem Kopf. Und unter all diesen Stimmen in eurem Kopf gibt es eine Stimme, die der wahrer erscheint als alle anderen. Das ist die Stimme deiner Intuition, deines höheren Selbst, deiner höheren Kraft. Vom Standpunkt der Maya ist Intuition die Aktivität der Hotline zur Erinnerung, der Suvuya. Und auch die Suvuya erzählte: Jeder Mensch wird mit einem dimensionalen Doppelgänger geboren, der für ihn sowas wie die Seele oder das höhere oder bessere Selbst darstellt. Aber er ist kein bloßes Bild. Der dimensionale Doppelgänger ist real. Offensichtlich gibt es noch andere Dimensionen als eure drei. Der dimensionale Doppelgänger ist in der vierten Dimension, der nächst darüber gelegenen. Er ist immer dort und versucht dir als drittdimensionalem Wesen hilfreiche Informationen zu geben, falls du bereit bist, sie zu hören. All diese Gleichzeitigkeiten, Déjà-vu-Erlebnisse und Vorahnungen, ebenso all jene Träume, in welchen der vierdimensionale Doppelgänger sein Spiel macht, versuchen deine Aufmerksamkeit zu wecken. Ich bin dein Erinnerungsschaltkreis, Hüter deiner Hotline und deines Suvuya-Zugangs. Ich bin derjenige, der die Start- und Ziellinie hält für das, worauf du dich ausrichtest. Meine Aufgabe ist es, sagt Onkel Joe, darauf zu achten, dass du, wenn du deinen Erdenlauf beendet hast, wenn du bereit bist, deinen Körper abzugeben, dass du und ich unsere Zwei-Wege-Kommunikation so klar haben, dass wir völlig rein sind. Je früher und harmonischer wir uns einander annähern, wenn du stirbst, wenn dein Körper versagt, umso besser. Dann ist es nämlich unsere Entscheidung, was als nächstes zu geschehen hat und wohin wir gehen. Hast du das verstanden? Wir könnten uns sogar jetzt harmonisch annähern und dem Spiel voraus sein. So, du bist also ein Lichtwesen, ein Lichtkörper. Dein Lichtwesen und dein Lichtkörper, mein Freund. Das ist stark. Und jedermann hat einen? Ja, sicherlich haben sie einen. Obwohl die Leute heutzutage kaum was davon ahnen. Du könntest den dimensionalen Doppelgänger auch Traumkörper nennen. Er kümmert sich um deine Angelegenheiten, wenn du träumst. Oder du könntest ihn auch deinen Schutzengel nennen. Sobald du geboren bist, ist er auch geboren. Manchmal mag es so erscheinen, als ob Menschen, die durch einen Unfall sterben, nicht mehr von ihrem dimensionalen Doppelgänger behütet werden. Aber in diesem Fall könnte gerade der Doppelgänger gesagt haben: Achtung, Überraschung. Der Unfall ist deine Lektion. Wir sind hier fertig. Es ist Zeit, woanders hinzugehen. Tatsache ist, dass das Geheimnis der Mayas im Lichtkörper gespeichert ist. Er ist der Halter der Suvuya, erinnerst du dich? Dort begann die gesamte Konversation. Das Geheimnis der Maya besteht darin, dass sie auf der Suvuya gleiten. Die Mayas hatten bei dem Spiel, das die Menschen betrifft, immer die Nase vorn, weil sie mit ihrem Lichtkörper eng verbunden sind. Das heißt, sie sind vollkommen mit sich selbst identisch. Und sie befinden sich sowohl in der Zukunft als auch in der Vergangenheit. Wenn ihr mit eurem Lichtkörper verbunden seid, könnt ihr reisen, wohin ihr möchtet und sehen und hören, was ihr wollt. Wo ich bin, ist noch eine Welt. Sie ist wie eure Welt. Sie besteht aus ihrer eigenen Substanz, aber alles schwingt in einer schnelleren Vibrationsrate. Außer den Schutzengeln von meiner Art hat die vierte Dimension ihre eigene Bevölkerung. Feen und viele unterschiedliche Geistwesen. Und in dieser Dimension fließt alles viel stärker. Deshalb kann ich dir Erinnerungen entweder aus der Vergangenheit oder der Zukunft zuspielen. Informationen über Dinge, mit denen du auf andere Weise nicht in Berührung kommen würdest. Aber ich bin nicht auf der höchsten Stufe. Über mir ist die fünfte Dimension und darüber befinden sich noch weitere Dimensionen bis zur zwölften. Insgesamt sind es 13, wenn du Hunab Ku mit in Betracht ziehst. Fahre fort. Erzähle mir von den planetaren Programmen der Sonne. Was haben sie mit der Suvuya zu tun?
Ist die Suvuya der Kreislauf durch alle Dimensionen? Es ist dasselbe, als ob wir hier eine Einstrahlung vom Hunab-Ku erhielten, dem galaktischen Zentrum. Sie kommt in Strömen und Strahlen. Sie kommt auch in verschiedenen dimensionalen Bandbreiten. Was sind diese Übertragungsstrahlen? Lichtwellen, Radiowellen, Gravitationswellen und vielleicht sogar genetische Informationswellen? Nun, alle diese Wellen sind Informationen. Sie kommen in Formation. Verstehst du? Wo immer eine andere Form mit einer gleichen Wellenfrequenz ist, finden diese galaktischen Hunab-Ku-Wellen ihr Ziel. Man nennt das Resonanz, ein Angleichen von Welleninformationen. Du weißt, mein Junge, du bist eine Wellenform und du selbst erklingst in Resonanz. Das hat mit dem Thema Integration zu tun. Du bist das planetare Programm der Sonne. Und wenn du auf der Suvuya gleitest, ich meine wirklich gleitest und nicht nur herumdümpelst mit deinen Synchronizitäts- und Déjà-vu-Erlebnissen, dann arbeitest du selbst im großen Kreislauf. Du gelangst in die Erinnerungsdatenbank des Himmels. Du fliegst. Was bedeutet, ich sei das planetare Programm von der Sonne? Denk nach, mein Kind. Was glaubst du, wo du herkommst? Was glaubst du, wer du bist? Ich meine, woraus du wirklich gemacht bist? Was ist deine wahre Natur? Ist dir jemals in den Sinn gekommen, dass du vielleicht eine Sendung, eine Sonderdienstnachricht bedeuten könntest, die genau zu dieser Zeitperiode ausgestrahlt wird? Es ist folgendermaßen. Du bist eine Wellenform. So auch der Planet und die Sonne. Du bist auf der Erde und von der Erde. Du fühlst die glühenden Strahlen der Sonne. Wie könntest du von der Erde und der Sonne getrennt sein? Du bist es nicht. Deine Wellenform und die Wellenformen der Erde und Sonne passen alle irgendwie zueinander. In der Tat wirkst du auf die Sonne genauso ein, wie die Sonne auf dich einwirkt. Und unten im Zentrum der Erde gibt es ein genaues Abbild von dir. Und das möchte ich dir noch sagen. Die Sonne ist ein Hologramm der Erde. Und die Erde ist ein Hologramm von dir. All diese Themen erscheinen dir wie eine mentale Droge, ich weiß. Aber wenn du auf der Suvuya gleitest, bist du mit deinem dimensionalen Doppelgänger verbunden. Deine Zwei-Wege-Kommunikation ist antistatisch. Wenn sie antistatisch ist, ist sie auch ekstasisch. Das bedeutet, dass du selbst nicht mehr statisch bist. Welch eine Sprengladung. Onkel Joe unterbrach sich selbst, um über seinen eigenen Witz zu lachen. Dann besann er sich wieder. Du, jenes körperliche Fleischstück, das du dein Zuhause nennst, du wirkst wie eine Erdantenne für deinen vierdimensionalen Suvuya-Halter. Wenn ich mich in deinen Vorstellungen ausdrücke, sollte ich sagen, dass dein drittdimensionaler Körper wie eine bioelektromagnetische Batterie oder Erdantenne für mich arbeitet. Was deine Bedürfnisse angeht und die Benutzung deines drittdimensionalen Selbst als Batterie, so kannst du mich, deinen vierdimensionalen Doppelgänger, durch dein Bewusstsein und dein Gefühl mit verschiedenen Missionen beauftragen. Du kannst dabei bewusst oder halbbewusst bleiben oder während dieser Mission schlafen. Aber du kannst mich schon zu kleinen interdimensionalen Botengängen aussenden. Der Punkt ist der, dein dimensionaler Doppelgänger kann in seiner eigenen Dimension Dinge tun, die du hier nicht tun kannst, aber die dir helfen können, hier zu bestehen. Etwas Wissen darüber, wie die Dinge wirklich sind, kann dir eine Menge Ärger ersparen. Zum Beispiel kannst du mich auffordern, zum Mittelpunkt der Erde zu gehen. Oder zum Zentrum der Sonne, erwiderte Onkel Joe unbeschwert. Und er begann plötzlich das wundervolle Lied Somewhere Over the Rainbow zu singen. Drittens. Tag für Tag nach Maya Art. Was die Mayas angeht, besteht das Geheimnis der Zeit darin, synchron zu sein. Soll das heißen, dass Mayas keinen Zeitverlust erleben?
Wenn ihr außerhalb der Synchronizität seid, bleibt ihr zurück, wie ein Automotor, der seine Tourenzahl nicht erreicht. Nicht so die Mayas. Ein Maya ist seine eigene beste Rolex. Vereinfacht kann man sagen, dass ein wirklicher Maya immer in der Zeit ist. Mit sich selbst und der Wirklichkeit. Klickend und tickend, synchron mit der inneren Uhr und seinem oder ihrem interdimensionalen Doppelgänger. So merke ich es auch so lebhaft, alle Tage, alles was passiert ist. Es findet absolut synchron im Rhythmus harmonisch statt. Dass es ein reines Kunstwerk ist. Es gibt keine Zeit, keinen Druck, kein nicht mehr das dich versklavende Zeitsystem, sondern alles richtet sich nach dir und wenn du in Tätigkeiten versinkst, dann bleibt die Zeit buchstäblich mit dir stehen und du kannst zwischendurch auf die Uhr schauen und die Zahlen haben sich immer so angeordnet, dass eine wunderschöne 14, 14, 15, 15 immer schöne Zahlen da stehen. Und du warst in deiner, hast deine ganze Realitätsblase drum gebogen. Es ist total grandios, das aktiv zu hören. Weiter im Text. Erinnert euch, wenn ihr in eurer Integrität seid, ist euer Doppelgänger auch dort. Wie ein Spiegel des Lichts oder ein Spiegel der Zeit, indem er euch eure eigenen Erinnerungsschaltkreise einblendet. Mit dem dimensionalen Doppelgänger in Einklang zu sein, ist die innere Digitaluhr der Mayas. Für mich heißt das die Meditations- und Telepathie, mich da anzugleichen. Das passiert in einer wunderschönen Meditation täglich. Ja. Und da kriegt man die absolute Harmonie. Die Mayas nennen einen Tag Kin. Ich denke gern von einem Kin als von einem nahen Verwandten. Das ist gut, weil das Maya-Wort für Tag, Kin, auch Sonne bedeutet. So ist die Sonne dein Kin. Sie ist mit dir verwandt. Bruder Sonne, Vater Sonne, Mutter Sonne, Schwester Sonne. Was immer dir gefällt. Alles ist Verwandtschaft. Und natürlich ist jedes Kin anders, denn es ist abhängig davon, auf welchem Planeten du bist und in welchem Sternensystem. Das Kin kann kürzer, länger, weiter entfernt oder näher sein. Natürlich wusste und weiß das mayanische Pionierteam, dass die Zeit relativ ist. Du kannst dir ihr Problem vorstellen. Sie müssen zu vielen verschiedenen Sternensystemen und Planeten reisen, mit Tagen von leicht unterschiedlicher Länge. Wenn wir es aus der Perspektive unseres Erdplaneten betrachten, so sind zum Beispiel 12 Jahre auf der Erde so lang wie ein Jahr auf dem Jupiter. Wenn du also für 12 Jahre auf den Jupiter reist, dann vergeht nur ein Jahr. Kein Wunder, dass du in Synchronizität mit dir selbst zu sein hast, um ein Maya zu werden. Auf ihren Suvuya-Strahlen gleitend, zeitlich gelenkt durch ihre Lichtkörper-Doppelgänger, klinken sie sich in Dimensionen ein und aus, immer strahlend und souverän. Diese Art des Zeitreisens mit Leichtigkeit zu tun, verlangt eine zuverlässige und zugleich flexible Verhältniszahl. Das ist das 100-Q-Zahlenverhältnis, eine galaktische Konstante, die dir gestattet, Dinge verschiedener Verhältnisse auf derselben Skala unterzubringen. Ein interdimensionales Zahlenverhältnis, das nicht wechselt, sich aber ausdehnen oder zusammenziehen kann, um sich jedem Maß, jeder Entfernung oder jeder Dimension anzupassen. Onkel Joe nennt dieses Zahlenverhältnis das gleitende Hunab-Ku-Kasu. Es ist ein Kasu, weil du darauf jede Melodie spielen kannst, die du möchtest, erklärt Onkel Joe. Und es ist gleitend, weil es sich ausdehnt oder zusammenzieht, um sich jeder Oktave anzupassen, je nach der Entfernung zu einem Stern oder der galaktischen Quelle selbst. Nun, du kannst es so sehen. Alles dehnt sich wie eine Sphäre von einer zentralen Quelle her aus. Ob diese Quelle euer Planet ist, ein Stern wie die Sonne oder das galaktische Herz. Wo immer du stehst, das bestimmt deine Beziehung zur Quelle. Wenn du eine Verbindungslinie von deinem Standort zu dieser Quelle ziehst, erhältst du deine Horizontlinie. Daher ist die Entfernung das horizontale Maß und die Oktave das vertikale Verhältnis. Je näher du dem Zentrum bist, umso kürzer ist das Kasu,
und umso höher ist die Oktave. Je weiter du vom Zentrum entfernt bist, umso länger ist das Kasuo und umso tiefer die Oktave. Ganz gleich, wie lang oder kurz das Kasuo ist, die Oktave, die du spielst, enthält Noten, die im selben Verhältnis zueinander spielen. Es ist immer noch die Oktave. Würde das bedeuten, dass meine Oktave auf dem Uranus 84 mal tiefer wäre als auf der Erde? Könnte man so sagen. Du siehst, wenn ich eine Oktave spielen kann, ganz gleich wo ich bin, kann ich immer in Synchronizität mit mir sein. So halten es die Mayas. Okay, dann lass uns ernsthaft werden. Versuchen wir es folgendermaßen. Lass dich nicht von Erscheinungen täuschen, sondern werde Meister der Illusion. Was meinst du damit, Onkel Joe? Ich dachte, wir sprachen über die Zeit, nun philosophieren wir. Oder ist es ein Trick? Hab Geduld, du siehst es falsch. Du denkst, dass Zeit nur etwas ist, das man misst, wie mit einem goldenen Messstab. Mit der Geburt am einen Ende und am Tod am anderen Ende. Das ist die flache, horizontale Zeit. Du hast die vertikale Zeit vergessen. Die vertikale Zeit? Es ist so. Alles, was zu dir kommt, ist eine Art Erscheinung. Und wenn du nicht achtsam bist, fühlst du dich verwirrt und getäuscht. Warum ist das so? Alles, was du hörst, siehst oder berührst, ist Schwingung. Wenn du aber verwirrt bist, hast du die Verbindung zu dir selbst, deiner eigenen Frequenz, verloren. Andere Frequenzen dringen dann in dich ein. Deine Wellenform bricht zusammen. Das bedeutet, wie jeder weise Maya weiß, dass man, um nicht von Erscheinungen verwirrt zu werden, immer in seiner eigenen Schwingungsfrequenz bleiben muss. Wenn du mit deiner eigenen Frequenz übereinstimmst, beginnst du, das, was du Synchronizität oder Déjà-vu-Erlebnis nennst, wahrzunehmen. Was du aber wirklich getan hast, ist, deinen dreidimensionalen Körper auf die vertikale Zeit einzustimmen. Also die Zeit, die nicht von links nach rechts, sondern von oben nach unten läuft. Hier Analogie zum Salvia-Zipper, der von oben nach unten durch dich durchläuft und von oben nach unten es in Buchseiten teilt, visuell optisch. Anmerkung am Rande. Maya-Zeit ist ein Set von gleitenden Frequenzbändern oder Oktaven, die dich vertikal mit der vierten Dimension verbinden. Es ist wie beim Eisfischen. Auf der einen Seite des Eises ist Luft, was mit der dritten Dimension verglichen werden kann. Auf der anderen Seite ist Wasser. Wirbelndes, strömendes Wasser der vierten Dimension. In der vierten Dimension ist die Zeit strahlend und zyklisch. Sie ist Vergangenheit und Zukunft zugleich. Sie ist überall. Sie ist Synchronizität und Déjà-vu-Erlebnis und nicht mit einem Messstab erfassbar. Darum befindet man sich mit Salve Divinorum auch in einem flüssigen Kontinuum von Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart gleichzeitig. Wenn du deine Angelroute des klaren Bewusstseins benutzt und dich auf die Oktave der vertikalen Zeit einstimmst, dann erlebst du, wie die Zeit durch deinen Körper strömt. Dann bist du in Resonanz, mein Junge. Ja, man könnte auch sagen, dann bist du transitioniert. Maya-Zeit ist die transitionierte Zeit, also ein Transistor, der dann durch dich durchläuft. Und wenn man von Transistoren und Resonanz spricht, spricht man von Zahlen. Jenen, die Frequenzbereiche und Verhältnisse bezeichnen. Oktaven, die du so gerne magst. Okay, ich habe verstanden, Onkel Joe. Wenn du einmal transitioniert bist, dann bist du die galaktische Konstante. Oder ich. Oder ein anderes Wesen. Und solange wie dieses Wesen in seiner Wellenform ist, es ist unwichtig, wo es ist. Ob auf dem Jupiter, dem Uranus oder für diesen Zweck im galaktischen Herzen. Bist du denn richtig verbunden, Onkel Joe? Das kannst du mir glauben, mein Junge, sagte Onkel Joe lachend. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, dass jeder von euch Menschen ein galaktisch konstantes Walkie-Talkie ist. Der Spaß an der Sache ist, dass ihr Menschen durch eure Gehirnwellen immer mit den Erdwellen
den Sonnenwellen und den galaktischen Wellen verbunden seid. Aber die meisten von euch haben nicht begriffen, dass alles, was ihr zu tun habt, ein Loch in das Eis zu schlagen und interdimensional zu fischen ist. Das stimmt, unterbrach ich ihn, weil wir uns von Erscheinungen verwirren lassen. Ja, du hast es verstanden, darauf kannst du wetten. Bedeutet das, dass der Maya-Kalender eine Übersichtstabelle darüber ist, wann die drittdimensionalen Frequenzen die viertdimensionalen Frequenzen erreichen? Wenn das der Fall ist und du mit ihnen verbunden bist oder transitioniert, dann spielt es keine Rolle, wo du dich aufhältst, weil die galaktischen Frequenzverhältnisse konstant sind. Ganz gleich, in welchem Abstand du vom galaktischen Herzen entfernt bist, stimmt's? Du bist so klug geworden, dass du mich kaum noch brauchst, mein Junge, kicherte der Onkel Joe. Aber Onkel Joe, du sagtest, ich soll mich nicht von Erscheinungen verwirren lassen, sondern ein Meister der Illusion werden. Wie passt das alles zusammen? Deshalb habe ich doch vom Kasu gesprochen, du Dummkopf. Ein Meister der Illusion zu sein bedeutet, sich in die vertikale Zeit einzuschalten und die Harmonien des gegenwärtigen Augenblicks zu channeln. Harmonien? Fragte ich. Ja, Harmonien. Alle Frequenzhöhen der vertikalen Zeit sind, wie du weißt, Oktaven. Du kannst die vierdimensionale Zeit buchstäblich durch das Spielen jener Frequenzhöhen wiederherstellen. Du kannst es, indem du Farben verwendest, um ein Bild zu erschaffen. Oder, gluckste er, wenn du auf einem Kasu bläst. Und wenn du das machst, meisterst du die Schwingungswelt der Erscheinungen. Durch dein Spielen harmonisierst du die Welt der Erscheinungen in die vierte Dimension hinein. Und erinnere dich, jede Oktave hat ihre Obertöne. So wird vierdimensionale Zeit in der dritten Dimension wiederhergestellt. Oder durch die Obertöne von Musik, Licht und Farbe wieder ins Dasein gebracht. Klang hat seine Oktaven und ebenso das Sehen und Riechen. Hurra, du bist ein Meister der Illusion geworden. Du stehst nun im Rampenlicht, mein Junge, dein Auftritt naht. So ist der Maya-Kalender, die 260-Einheiten-Tabelle genannt, Zolk'in, tatsächlich eine interdimensionale galaktische Konstante. Er verbindet ein Erdentag-Kin mit einem interdimensionalen Konstante-Kin. Indem wir in Harmonie mit uns selbst sind, oder transistorisiert, gleichen wir unsere Frequenzen der interdimensionalen Konstante an. Die Skala dieser Konstante kann sich ausdehnen oder schrumpfen, um sich dem Ausmaß jeder Welle anzupassen. Von einer Gehirnwelle bis zu einer Schwerkraftwelle. Und Wellenmuster beinhalten ungefähr alles, weil es nichts gibt, das nicht vibriert. Und wenn es vibriert, dann bringt es Wellen hervor. Denkt daran, ihr selber seid eine Wellenform. Tatsächlich synchronisiert der Kalender den Tag oder ein Kinn mit der gesamten zyklischen Tonleiter. 13 Töne, gespannt auf ein Gitter von 20 Frequenzbereichmöglichkeiten. Das gestattet eine Summe von 260 tonalen Frequenzbereichen in allen Dimensionen. Deshalb könnt ihr an einer Tagesenergie die Energie aller Tage und zugleich aller Zeiten ablesen. Das ist das Geheimnis der Tagehalter oder A-Kin. Jener, die noch Zahlen halten und die heilige Seite zum Klingen bringen zu wissen, welche die Dimensionen miteinander in Übereinstimmung bringt. Ich habe den Kalender entschlüsselt und dabei erkannt, einen Tag zu bestimmen bedeutet, das ganze Netzwerk zu kennen, die Matrix, die Wellenkonstante dieses galaktischen interdimensionalen Strahls. Deshalb sind die Tagehalter Seher und Wahrsager. Sie sind transistoriert. Während die Stellung der Tagesenergie innerhalb der Konstante Wissen und Kristallenergien anwenden, können sie den Vibrationston channeln und die elektrische Spannung hinunter transformieren, bis zu einem Bild, das ihnen erlaubt, die Zeit zu deuten. Das übertrifft das Lesen einer Zeitung bei weitem. Wirkliche Mayas würden fühlen, dass ein Tag 20 Jahre ausmacht oder dass 20 Jahre auf der Erde ein Tag für sie sind. Wenn wir einige Nullen anhängen, entsteht aus der 260-Einheiten-Konstante die Zahl 26.000.
die Anzahl der Jahre in einem Präzessionszyklus des Zodiaks der Sternzeichen, bis sie sich wiederholen. Nehmt die 0 von 260 fort und es bleibt die Zahl 26. Aha. Ist 26 etwa die interdimensionale Konstante? Was bedeutet 26? 2 mal 13. Und was ist 260? 20 mal 13. Hier ist nun die spezielle Zahl 13. Es gibt, Christus war der 13. in seiner Gruppe von 12 Jüngern, König Artus der 13. in der Tafelrunde seiner Ritter. Es gibt 13 Mondzyklen in einem Jahr und 13 Baktuns oder annähernd 400 Jahres-Evolutionsprogrammzyklen im großen Mayanischen Zyklus. Irgendwas hat's mit der Zahl 13 auf sich, aber was? Sie ist mein mittlerer Name, pfiff Onkel Joes Stimme durch meinen geistigen Hauptkanal. Dein mittlerer Name? Du meinst, auf deiner Geburtsurkunde steht Joe 13 Suvuya? Das ist richtig, mein Junge. Alle wellenfangenden Mayas haben diese magischen Zahlen als Teil seines oder ihres Namens. Also als Nummer 13 bin ich am glücklichsten. Was auch immer sie bedeutet haben mochte, die 13 ist die mayanische galaktische Primzahl. Sie ist kosmische Verhältniszahl, der interdimensionale Schlüssel. Periode. Die Mayas ließen diese Primzahl hier auf der Erde als Schlüssel für ihre Zyklen. Sie ist die interdimensionale galaktische Verhältniszahl. Denk daran, wenn wir diese Verhältniszahl haben, haben wir eine Methode, Dinge verschiedener Proportionen auf eine Skala zu bringen. Das kleine, einfache Grundmuster des Tolkien, die galaktische Konstante, ist nichts weiter als die Zahlen 1 bis 13 als Sequenz 20 Mal wiederholt. Das ergibt eine Summe von 260. Ausgebreitet als Schachbrettmuster, 13 zu 20 ergibt die Wiederholung der Zahl 1 bis 13 ein Muster, das einer Welle gleicht. Eine Wellenbewegung der Zeit, der Wirklichkeit der Dimensionen. Und wenn wir uns diese Matrix ansehen, geschrieben im einfachen mayanischen Zählsystem von Strichen und Punkten, sieht es wie eine Art Computerchip aus. Ich nenne es das harmonikale Modul. Wenn wir es anschauen, können wir eine Resonanz entnehmen. Für die Mayas gibt es Zyklen in den Zyklen in den Zyklen. Wenn wir lernen, wie man sich vertikal in interdimensionale Frequenzen einschaltet, in die Oktaven und all ihre Obertonzyklen, gelangen wir zu ihrer gesamten Bedeutung. Die Erde ist ein lebendes, intelligentes Wesen. Oh, ihr seid ein Teil von ihr. Schön. Ihr seid wie eine ihrer Schalen. Ihr seid eine ihrer Empfängerschichten. Ihr atmosphärisches Radarsystem. Ihr menschlichen Wesen seid wie ein gigantisches Radargerät aus Nervengewebe, das Informationen auf ziemlich hohem Niveau weiterleitet. Es könnte um vieles größer sein, wenn ihr zu dem erwachtet, was ihr wirklich seid. Kümmere dich um deine Integrität und halte deine Wellenform sauber. Das bedeutet auch, nicht zu viel zu fragen. Möchtest du noch mehr wissen? Hier oben auf der Arcturus Antares Zwischenstation, AA Zwischenstation, im Arcturus Hörbuch erfährt man da auch mehr drüber, spielt die Besatzung Arcturus Schach. Und wir brauchen menschliche Hologramme. Ich würde gern dorthin zurückkehren, sagt Onkel Joe. Weißt du überhaupt, was Arcturus Schach ist? Also was ist das überhaupt? Arcturus Schach wird nur gespielt, wenn wir eine planetare Situation haben, wie ihr sie jetzt da unten habt. Die Lebenshologramme, mit denen wir spielen, sind die Hologramme der Menschen, die an der harmonikalischen Konvergenz teilgenommen haben. Du weißt, die berühmten 144.000. Das Plejadenteam hat sich mit uns verbunden und so können wir kochen. Das Ziel des Spiels ist es, diese Hologramme bis spätestens 1993 eurer Zeit im Zentrum der Erde verankert zu haben. Wenn es uns gelingt, sie zum Zentrum der Erde zu bringen, erhält die Erde ein intelligentes Menschenlichtnetzwerk, das mit dem Intelligenznetzwerk der Erde zusammenarbeitet, unten im kristallenen Herzen.
In jedem Augenblick eines Tages lehnt ihr euch gegen eine unbegrenzte Zahl von Möglichkeiten auf. Tatsächlich lebt jede dieser Möglichkeiten in ihrem eigenen parallelen Universum. Hast du die geringste Vorstellung, wie viele parallele Universen es gibt? So entspann dich. Auf der Arcturus-Antares-Zwischenstation haben wir den besten Überblick. Und damit holen wir das bestmögliche parallele Universum heran. Aber es liegt an dir, es auszuwählen. Und noch was anderes. Diese Tag-für-Tag-Geschichte, über die du gesprochen hast, ist nicht schlecht. Sie hat gerade jetzt eine immense Bedeutung. Du solltest deine Freunde wissen lassen, dass sie sich täglich eine Minute Zeit nehmen sollen, um sich auf die Erde einzustimmen. Sie können sich sogar auf das Zentrum der Erde einstimmen. Ihr sendet einfach einen Strahl, den ihr euch vorstellt, dort hinunter, wo dieses Hologramm dann Form annimmt, und lasst die Erde wissen, dass ihr euch um sie kümmert. Dann könnt ihr einen der Energiestrahlen der Erde von ihrem Herzen zur Oberfläche mit zurückbringen, wo immer ihr euch aufhaltet. Wenn ihr darin Übung habt und auch fähig seid, euren dimensionalen Doppelgänger dort nach unten zu senden, dann nennen wir das Erdtauchen. Es klingt sentimental. Aber wie ich schon sagte, was ihr da unten getan habt, könnt ihr in seiner Bedeutung nur halb ermessen. Und bevor ihr nicht alle in jener vertikalen Zeit lebt und interdimensional fischen geht, werdet ihr das Ganze nicht voll begreifen können. So viel ist sicher. Onkel Joe zog unter Gelächter davon. Ja, und hier zu diesem Parallelrealitäten anordnen, das, ja, davon kann ich auch berichten. Das ist wie Buchseiten, wie es dann blättert, die verschiedenen, wirklich visuell, telepathisch sichtbar, die Parallelrealitäten. Und du ordnest sie an, sodass die möglichst harmonisch, und dann war's. Und dann kannst du die Zukunft wie die Vergangenheit. Hier eine Anmerkung zum Maya-Zolkin 260-Modul-System. Das in dem Buch Der Maya-Faktor, das erklärt. Ich habe auch ein übersichtliches Bilder-PDF zusammengestellt. Da muss man sich nochmal zwei oder drei von diesen Tabellen anschauen. Es ist wirklich nur die 20 Symbole und die 13 Klänge. Mehr ist es nicht. Und die Tabelle von was welches Symbol bedeutet und was welche Zahl bedeutet. Und von da aus aufbauen sieht man dann, aha, die Tage, aha, wie sie zusammenspielen. Das ist alles grafisch bildlich zu sehen. Und ja, gibt's, ich werde da wohl noch ein Video machen, das wird allerdings noch länger dauern, weil das braucht dann Bilder, das muss man reinschneiden, dass ich das erklären kann. Immer wenn mich Freunde fragen, erklär mal das mit dem Maya-Code, dann sage ich, ja, mache ich dann, wenn ich gleichzeitig aufzeichne, dann muss ich es nicht 10-mal erklären. Aber bis dahin kann man sich das auch auf einen Nachmittag mal anschauen und dann die Maya Dreamspell-App installieren, dann lernt man auch täglich die Symbole. Und mit jedem Mal werden größere, aha, so hängt das zusammen. Und dann die Maya-Namen kann man auch lernen für diese 20 Symbole, die sind auch sehr cool. Und dann wird ja immer mehr klar, wie alles zusammenhängt. Das, genau, es ist alles schon da und es ist optional, das zu lernen, muss nicht jeder, aber es hilft uns sehr, sehr aus unserem linearen 1260 Zeitmuster rauszukommen und in dieser Zeit gleich Kunstform zu leben. Man sieht einfach, welche Tage geeignet das sind für welche Sachen. Und wenn du damit dich mit einschwingst, ist das alles viel harmonischer. Und du lernst auch, welche deine Freunde, welche Kids die sind, welche Farben und Klänge die sind. Und dann, wenn die an dem Tag aktiv sind, dann bist du gleich schon mal zu denen verbunden. Und dann erinnerst du dich an die Tage, an denen auch das aktiv war und das passiert ist. Und so wird alles tritt alles miteinander in Verbindung und Harmonie.